Am 22. September 2017 endete die internationale Reinigungsfachmesse CMS Berlin. 23.000 Branchenvertreter aus über 70 Ländern interessierten sich für das Produkt- und Dienstleistungsangebot der 429 Aussteller aus 24 Ländern. Erstmals traf sich der Mobility Cleaning Circle von InnoTrans und CMS. Etwa 80 Vertreter der Bahn- und Reinigungsbranche, unter anderem aus Deutschland, Italien, Korea, Neuseeland, Niederlande, Russland, Ukraine und Ungarn, waren aufmerksame Beobachter einer speziellen Aktion. Fachleute von DB Services demonstrierten die Beseitigung unerwünschter Graffiti von einem Zug. Graffiti, so schön wie es aussieht hier, hat klassisch den Tatbestand von Vandalismus. Wenn wir jetzt über die Entfernung reden, ist das eigentlich nur ein Teil, der passieren wird. Der erste Teil ist, Züge müssen aus dem Verkehr rausgelöst werden, Züge müssen den Fahrzeughallen zugeführt werden, Züge fehlen teilweise auch im Verkehr. Und die Graffiti-Entfernung selbst ist eine körperlich schwere Arbeit. Graffiti-Entfernung ist eine Arbeit, wo ich die Umwelt Einflüsse schützen muss. Graffiti ist eine Arbeit, wo ich auch das Material, was ich bearbeite, schonen muss. Graffiti wird entfernt in mehreren Arbeitsschritten. Erstmal, indem ich die Sache vorbereite, tue den Untergrund mit entsprechenden schonenden Materialien auslegen. Die nächste Sache ist, dass ich einen Graffiti-Entferner auf die Graffiti-besprühte Fläche auftrage, manuell mit kreisenden Bewegungen einarbeite, mit einem weißen Pad, also ohne Schleifmittel, damit ich den Lack schütze. In dieser Zeit beginnt das Graffiti-Mittel schon zu wirken. Man sieht dann schon, wie sich die Farben vermischen zwischen dem Mittel und den aufgesprühten Farben. DB Services, das ist, wie es neudeutsch heißt, der Facility-Dienstleister im Deutschen Bahnkonzern. Etwa 10.000 Personen beschäftigen sich mit der Sauberkeit von Bahnhöfen, Bahnsteigen, Werkshallen, Gebäuden oder Zügen. Einige von ihnen sind in einer speziellen Anti-Graffiti-Einheit zusammengeschlossen. Wir sind direkt von DB Services. Ja, wir sind im Auftrag in den entsprechenden Werken nachher immer vor Ort. Ob das im S-Bahn-Werk Berlin ist, im Regio-Werk oder im Fernverkehrswerk. Und machen dann dort auch immer die entsprechende Graffiti-Entfernung vor Ort. Das wird nachher dann direkt in die Werke nachher dann gemacht. Jährlich befreien die DB Services Experten 350.000 Quadratmeter verschmutzter Flächen von unerwünschten Aufträgen. Die Mitarbeiter, die direkt für Graffiti nachher zuständig sind, sind auch geschult. Also sie werden ständig geschult und auch die anderen Mitarbeiter werden geschult, die auch für die Innenreinigung nachher zuständig sind. Also es ist immer nur geschultes Personal immer vor Ort, weil entgegenzuwirken, nachher mit nachher irgendwelche Zerstörungen nachher noch zusätzlich nachher noch drauf einwirken kann. Ne? Ja, deswegen muss der Mitarbeiter geschult sein. Der nächste Schritt wäre das Abnehmen dieses Lösungsgemisches mit einem Lappensystem und mit Fensterabziehern. Wird dann aufgefangen, um es zum Schluss entsorgen zu können. Der nächste Schritt sind praktisch Feinarbeiten, die ich noch durchführen muss, in Ecken, Kanten, wo ich jetzt großflächig hingekommen bin. Sind Graffiti-Schmierer schüchterne, verkannte Künstler, denen nur das Geld für Leinwände und eine Galerie fehlen? Wohl kaum, meinen die Eisenbahner. Inzwischen setzen manche Graffiti-Autoren sogar spezielle, teure Mehrkomponentenfarben mit Bremsfett ein, deren Beseitigung bis zu 5-mal länger als bei normalen Farben dauert. Andere benutzen sogar Flusssäure, deren Freisetzung bei der Beseitigung für das Bahnpersonal lebensgefährlich ist. Deshalb werden vor der Farbbeseitigung spezielle Detektoren eingesetzt. Die DB hingegen bemüht sich um Umweltverträglichkeit ihrer Mittel. Wir arbeiten da intensiv mit Herstellern zusammen, machen auch gemeinsame Tests und Versuchsreihen. Die Graffiti-Szene passt sich mit ihren Mitteln an. Die Graffiti-Szene verändert sich mit ihren eingesetzten Spraymaterialien. Ich habe vorhin von Umwelt geredet. Wir arbeiten mit Lieferanten eng zusammen und haben jetzt schon über Jahre gesehen, die Graffiti-Mittel so entwickelt, dass wir von den sogenannten kennzeichnungspflichtigen zu kennzeichnungsfreien uns entwickelt haben. Das heißt, keine Gefahrstoffe in dem Sinne mehr einsetzen. Und diese Entwicklung soll auch weitergehen, um Material, Umwelt. Und ich muss das auch mal sagen, auch die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen, die das Graffiti entfernen müssen. Also es gibt sehr aggressive Mittel, ne, die sich in Lack nachher dann so reinfressen. Gerade was Wandflächen im Innenbereich oder nachher sowas ist, ja, das gibt es ja. Aber größtenteils gibt es auch die entsprechende Reinigungschemie.
ne, für solche Mittel. Aber was einmal drin ist im Material, zerstört es. Je schneller man nachher das hier entfernt, umso besser ist es. Ja? Das ist nachher dann auch ein Zeitfaktor. Je länger es drauf ist, umso länger brauche ich auch wieder für die Entfernung. Ob bei der Reinigungschemie oder beim Schutz der Fahrzeuge vor Graffiti-Attacken, es bleibt ein Katz-und-Maus-Spiel. Es wird Wettbewerbe geben, wie viel hast du gesprüht. Wir lassen die Graffitis, bevor wir sie entfernen, teilweise auch von der Bundespolizei dokumentieren und ermitteln. Und einige Graffitis ähneln sich, die Handschrift ähnelt sich. Signaturen in Miniform sind vorhanden und die Szene hat einen Wettbewerb und jeder misst sich wahrscheinlich dran, mein Graffiti fährt länger, mein Graffiti ist an einem ausgewählten Fahrzeug dran. 1992 kann ich mich erinnern, etwa fuhr der erste ICE in Berlin-Lichtenberg ein, der wurde strengstens bewacht, weil die Szene scharf hinter dem ersten ICE war und wettbewerbsmäßig das ausgelobt war, wer konnte sich zuerst an den ICE verwirklichen. Die Reinigungsprozedur nähert sich ihrem Ende. Jetzt ist auch die bahnamtliche Registriernummer des Zuges wieder lesbar, ohne welche ein Fahrzeug gar nicht fahren darf, weil es nicht zu identifizieren ist. Das war jetzt eigentlich bloß Wasser zur Neutralisation, ne, damit der Reiniger nicht noch weiter auf diesen Lack nachher einwirken kann. Deswegen tut man immer am Schluss nachher neutralisieren. Zum Schluss entscheide ich noch, habe ich das Fahrzeug schon mehrmals in der Graffiti-Entfernung gehabt, vielleicht die gleiche Stelle schon mehrmals gehabt und muss ich vielleicht eine Art von Lackkosmetik noch auftragen, um eine verblassende Stelle wieder aufzuhübschen, damit sie zum Schluss genauso glänzt wie die Stelle links und rechts, wo ich kein Graffiti hatte und keine Graffiti-Entfernung durchgeführt habe. Der DB-Manager hat nichts gegen Künstler, aber bitte dort, wo sie erwünscht sind. Wenn ich jetzt künstlerisch veranlagt bin, mich präsentieren will mit Graffitis, kann ich auch an Kommunen rantreten, kann fragen, habt ihr Interesse dran, habt ihr irgendwelche freie Flächen, wo ein Graffiti auch bleiben soll, wo es schön aussehen soll. Wenn man durch die Städte fährt, durch die Gemeinden fährt, Trafohäuschen und ähnliche Sachen sind schon in dieser Art behandelt worden und gemacht worden. Und ich denke, wenn wir es an der Stelle machen, hat es einen Sinn. Ansonsten klassischer Tatbestand von Vandalismus und Missachtung des Eigentums anderer Leute. Die Reisenden sehen das sicher genauso. Der Fahrgast hat eigentlich ein klares Verhalten. Er steht auf dem Bahnsteig, wartet auf den Zug. Der Zug fährt ein und jeder Fahrgast, ob er es nur dokumentiert, ob er es irgendwo zum Ausdruck bringt, schätzt ein, wie sieht denn mein Zug aus, mit dem ich mitfahre? Ist er von außen sauber? Gefällt er mir? Und auf viele Menschen hat Graffiti eine abstoßende Wirkung. Und dann ist der erste Eindruck von der Bahnfahrt eigentlich schon geprägt.